Hallo und herzlich willkommen zu den Dulli TV News. Mann, 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 was für eine Woche. Ich zeige euch jetzt, was ihr alles verpasst habt und da war so einiges dabei. Starten wir mit der ersten News. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn, man sieht ihn auch im Hintergrund. Crash Bandicoot, normalerweise auf der PlayStation zu Hause, aber ganz große News. Dieses Jahr, Juli 2018, kommt Crash Bandicoot auf alle Plattformen. Das heißt, Xbox One, im Hintergrund seht ihr es, PlayStation 4, Nintendo Switch und für Steam, also auch für den PC. Richtig geil, ich habe richtig Bock drauf, ich glaube ihr auch, das wird richtig nice. Überarbeitete Grafik, überarbeitete Sounds und ein Online-Ranglistenspiel, wo ihr gegen eure Gegner antreten könnt, beziehungsweise eure Freunde und schauen, wer die Level am besten und am schnellsten löst. Geil, 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 habe ich Bock drauf. Am 7. März kam auf Amazon Prime der Kurzfilm Far Cry 5 Inside Eden's Gate raus und bietet so einen gewissen Einstieg in das kommende Spiel Far Cry 5. Relativ brutal, sehr spannend, hochqualitativ produziert. Ich kann nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Ungefähr eine halbe Stunde geht's. Schreibt mal in die Comments, wenn ihr es gesehen habt, wie euch der Kurzfilm gefallen hat. Also ich hatte Bock drauf und freue mich auf jeden Fall auf Far Cry 5 jetzt. Am 8. März ist so einiges passiert. Unter anderem ist die zweite Staffel von Jessica Jones bei Netflix eingetroffen. Da habe ich mich sehr drauf gefreut, werde die jetzt schön durchgucken und mir mal eine Meinung dazu bilden. Hoffentlich haut die mich genauso weg wie die erste Staffel. Wenn ihr sie schon gesehen habt, könnt ihr auch mal in die Comments schreiben, wie euch die zweite Staffel von Jessica Jones gefallen hat. Eine weitere News vom 8. März ist, dass Division 2 angekündigt wurde, beziehungsweise es wurde angekündigt, dass auf der E3 2018 etwas gezeigt wird zu The Division 2. Da freue ich mich sehr drauf, denn Division ist auf jeden Fall ein Spiel, da habe ich viele Stunden drin verbracht und ich weiß, dass auch einige da richtig Bock drauf haben. Deshalb am 12. beziehungsweise irgendwas zwischen 12. und 15. Juni auf der E3 mehr zu Division 2. Am 10. März startete ein neues Format von Xbox. Das Ganze nennt sich Inside Xbox und die erste Folge ging ungefähr 2 Stunden. Dort werden Spiele vorgestellt, Interviews mit Entwicklern geführt und Informationen rausgeprügelt. In der ersten Folge ging es um Sea of Thieves und PUBG. Für PUBG wurde eine Roadmap veröffentlicht. Unter anderem geht es darum, dass eine neue Map, die Map Miramar, auch für Xbox One demnächst verfügbar sein soll. Und solche Sachen wie Bug-Reports etc. sollen auch demnächst eingebaut werden. Da könnt ihr euch drauf freuen. Wer das Ganze bei Mixer schaut, der bekommt sogar noch kostenlose Goodies für Spiele. Unter anderem Waffen, Waffenskins etc. Kann ich nur empfehlen, das mal reinzuschauen. Die nächste Folge kommt erst in einem Monat wieder, aber da könnt ihr euch freuen. Nicht vergessen, mit Mixer schauen, dann gibt's kostenlosen Stuff. Geil, geil, geil. Und noch eine News vom 8. März. Dort war nämlich auch die Nintendo Direct, eine Show von Nintendo selber, wo sie Spiele und Konsolen vorstellen. Und das ganz große Highlight von dieser Show war natürlich Smash Bros. Denn in diesem Jahr, 2018, kommt für die Nintendo Switch ein neues Smash Bros. Raus und es sieht sehr geil aus. Im Teaser hat man vom Spieler noch nichts gesehen, aber man hat auf jeden Fall gesehen, dass die Figuren von Splatoon dabei sein werden. Und im Hintergrund brennt es auch gerade. Und man sieht sogar Mario. Und ganz klein sieht man auch die Figuren hinter mir, wer alles dabei sein wird. Mario-Figuren prügeln sich hart. Das ist immer geil. Da freuen wir uns sehr drauf. Nintendo Switch-Besitzer können sich sehr doll freuen. Und das war's auch schon mit den News von dieser Woche. Lasst ein Kommi, Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und teilt das Ganze. Und im Hintergrund seht ihr mich und Torin gerade Slaps and Beans spielen. Das Bud Spencer und Terence Hill Spiel. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es macht extrem viel Spaß. Extreme Nostalgie-Gefühle kommen da hoch. Schaltet da einfach mal ein, wenn ihr wissen wollt, worum es da geht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.